Das ist natürlich nicht gut, wenn das so ist. Freitag 19:22, 148,54 mm. Ich hoffe, ich habe mindestens jetzt nicht getötet. Ach du Scheiße. Und wir sind in der Rolle von Norman. Und sind jetzt am Lagerhaus, wo wir Sean vermuten. So. Wie speichert er wieder? Ich weiß nicht, ob wir hier alleine sind. Da vorne ist ein Gulliloch. Ist da Sean drinne? Natürlich. Wir kommen natürlich hier wieder nicht rüber. Ach, fick dich doch hier. Das hasse ich. Oh, was ist denn das jetzt hier? Hängen wir jetzt fest oder was? Da kommen wir nicht lang. Dann versuche ich das mal von der Seite. So. Haben wir jetzt hier... Ja. Um Himmels Willen. Ein Gitter. Halte durch. Er ist da ich noch hol drinne. Dich da raus. Los, heb an das Scheißding. Heb an wie ein Mann. Kriegen wir nicht auf. Bams. Schuss. Los. Hoch mit dem... Gedöhnen sie hier. Und hau ruck. Oh Gott. Ist er schon tot oder lebt er noch? Scheiße. Er atmet nicht. Er atmet nicht. Oh mein Gott. Los, atme. Atme. Und eins, zwei, drei. Huch, jetzt habe ich mich verdrückt. Mund-zu-Mund-Beatmung. Und los. Und los. Und nochmal. Komm schon, atme endlich. Oh, er kommt zu sich. Alles okay, Sean. Alles okay. Du bist sicher. Sicher. Nein! Ich will den Vater! Nur sein Vater kann ihn retten! Sie geht das hier nichts an! Wichse! Ich habe so lange auf einen Vater gewartet, der sich selbst für seinen Sohn opfert! Und was kriege ich? Nichts! Niemanden! Boah. Verdammt. Was heißt Liebe, wenn nicht Opfer bringen? Alle sagen ständig, dass sie sich lieben. Alle scheiß Lügner!
Sie hätten sich nicht einmischen sollen. Sie haben mein Geheimnis entdeckt. Und es wird... Jetzt haut er auch noch ab. So leicht kommst du mir nicht davon. Bist du okay, Sean? Ja. Ja, ich glaube schon. Wo ist Dad? Ich hole Hilfe. Die sind gleich da, okay? Jetzt verfolgen wir den Penner, den Origami-Killer. Agent Norman Jaden, FBI. Sagen Sie Blake, ich habe Sean Mars. Schicken Sie umgehend Ihre Leute und einen Notarzt zu 852 Theodore Roosevelt Road. Sofort! Wo ist er? Oh mein Gott. Nein, da ist er. Verdammt. Boah. Ein Kampf auf dem Fließband. Ach du Scheiße. Komm, Norman. Oh, ich muss drücken. Verdammt. Alter. Scheiße. Los, Norman, steh auf. Norman, los, hoch mit dir. Auf die Beine, Junge. Hoffentlich kommt nicht seine Drogenscheiße wieder gleich zum Einsatz. Oh, das war knapp. Ach, scheiß Kräfte messen. Da verlieren wir doch in ihm. Und in die Eier getreten und... Oh nein. Jawohl. Hauen auf die 12. Ja, noch eine. Und jetzt aufs Essbrett. Oh, ist das geil. Oh nein, jetzt holt er auch noch die Vorschlaghammer. Ich geb dir Vorschlaghammer. Ja, liebe Freunde, macht das zu Hause nicht nach. Man benutzt kein Fernsehen. Bams. Er hat gesessen. Fall runter. Hilfe. Bitte. Hilfe. Na gut. Wir sind ja schließlich immerhin das Gesetz. Danke. Du bist ein Arsch. Da retten wir dich hier schon, weißt du? Und zum Dank willst du uns weiter killen. Ach du Scheiße. Ich muss hier wieder preschen wie so ein Schwein. Oh, jetzt fällt er doch rein. Er fällt. Oh, Alter. Das war knapp. Tja, da wollten wir ihn retten und da hat sie natürlich doch erwischt in dem Schredder. Ja, ich würde mal sagen, Schicksal, ne? Kann man nichts machen. Da hat den Origami-Killer alias Scott Shelby, der Bruder von John, jedenfalls der Bruder, ihn dahin gerafft. Ladevorgang, was passiert denn jetzt? Bin ich mal gespannt.
Sie haben eine Trophäe verdient. Kind gerettet. Yes. Sie haben eine Trophäe verdient. Einfaches Gemüt. Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Maas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Den großen Erfolg dieses Einsatzes verdanken wir einzig dem Mut und der Beharrlichkeit von Norman Jaden, dem FBI-Profiler, der die Ermittlung unterstützte. Dank modernster Technologien und seinem eigenen Gespür gelang es ihm, den Killer zu stellen. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Tragischerweise forderten die Ermittlungen im Origami-Mordfall das Leben von Madison Page, einer jungen Reporterin, die mit dem Fall beschäftigt Scheiße. War. Scheiße! Verdammt! Und hier wohnen wir jetzt? Nur wenn du es wirklich möchtest. Wir können natürlich auch etwas anderes Schönes suchen. Es ist mir egal, wo wir wohnen. Hauptsache, wir sind zusammen. Nichts und niemand bringt uns je wieder auseinander. Wir halten fest zusammen. Wie Kleber. Kann ich mir ein Zimmer aussuchen? Sicher, mein Großer. Okay, dann können wir hier bleiben. Tja. Da ist Madison Page. Madison Page wurde heute auf dem Friedhof Charity Cross beigesetzt. Ihr heldenhafter Tod im Entführungsfall Sean Maas hat landesweit einen tiefen Eindruck hinterlassen. Kollegen von der Presse erwiesen der mutigen Journalistin, die ihr Leben der Wahrheitssuche opferte, die letzte Ehre. Brittany Sanders, ICN. Okay, Brittany, ist im Kasten. Na toll, bloß weg hier. Von der Gefühlsduselei kriege ich Hunger. Alter, du olle Trolle. Tut mir leid, Ethan. Das war natürlich meine Schuld. Unser Gast ziert diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde und rettete den kleinen Sean Maas. Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jaden. Guten Abend. Unser Norman. Norman, lass es. Lass es einfach sein. Schmeiß weg den Müll. Gute Entscheidung.
Das speichert jetzt aber ganz schön viel. Das? Lol. Er war mein Sohnsgott. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Warum hast du das nur getan, Scott? Nicht gut. Nicht gut für ihr. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich fühle nichts weiter als Verachtung für dich. Nichts als Verachtung. Scott Shelby. Da hätten sie noch reinschreiben müssen, der Origami-Killer. Das wäre auch noch ganz cool gewesen. Tja, liebe Freunde. Ich denke mir mal, damit war es auch mit Heavy Rain. Unser Abenteuer. Es tut mir echt leid, muss ich dazu sagen, dass ich Madison Page aus dem Fenster stürzen lassen habe. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin der Meinung gewesen, sie hätte es vielleicht überlebt. Auch wenn da die Aussage war, dass sie hätte, dass sie sterben würde. Habe ich doch ehrlich gedacht gehabt, dass sie da halt überleben wird. Mit paar, was ich, blaue Flecken. Weil... Seien wir doch mal ehrlich, Eve Mars ist doch auch vom Dach gesprungen und er hat es überlebt. Ne? Und das gleiche bin ich jetzt hier von auch rausgegangen. Da sie natürlich jetzt tot ist, gut, ist das jetzt halt mal ein anderes Ende mit ihr. Zu der Sache mit Scott Shelby hätte ich ehrlich gesagt vom Anfang bis zur Mitte noch nicht wirklich gedacht, dass er wirklich der Origami-Killer an sich ist. Deswegen war ich umso mehr überrascht und erstaunt und mir sind teilweise da echt die Worte weggeblieben, dass er sich dann nachher als der Origami-Killer und als Bruder dann nachher entpuppt hat. Das war ja dann nachher auch so ein Ding. Ja. Alles gut, Ende gut. Wir haben Eve Mars Sohn gerettet und dementsprechend ja, sind jetzt eigentlich fast alle glücklich und zufrieden. LOL ist natürlich jetzt, weiß ich jetzt nicht, wie es mit der weitergehen würde. Ich hätte echt dann mal so eine Fortsetzung von dem Spiel gehabt. Weil ich gerne mal gewusst hätte, ob sie jetzt irgendwie auf diese verbitterte Schiene, die sie ja jetzt letztendlich zum Schluss hatte, sich drauf manifestiert und festhält. Mal gucken. Ja, schauen. Also ich würde mir echt von Heavy Rain mal jetzt Fortsetzung von Heavy Rain wünschen. Nicht jetzt an sich im Sinne von Beyond Two Souls, sondern wirklich Heavy Rain Teil 2 zum Beispiel. Ja, das wäre echt wirklich geil. Ja, abschließende Worte noch zu dem Spiel. Ich finde es geil.
Bin auch froh, dass ich mir das gekauft habe, dass ich das halt auch Let's Played habe. Und dementsprechend ein sehr, sehr geiles Spiel. Und kann ich ehrlich gesagt nur wirklich jedem empfehlen. Ich hoffe, ihr habt natürlich Spaß gehabt, bei mir hier zuzuschauen, bei euren Storm auf meinem Kanal. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Projekt oder bei halt auch dem nächsten Projekt. Da kann ich euch, glaube ich, jetzt schon mal ankündigen, was da kommen wird. Und zwar werde ich Beyond Two Souls mir im Angriff nehmen. Was natürlich in Zukunft noch kommen wird. Ich habe auch noch eine PS4 jetzt endlich hier zu Hause bei mir zu stehen. Und da kommen ja auch ehrlich gesagt erst neue Titels raus. Sage ich jetzt mal so Ende dieses Jahres. Und dementsprechend mal schauen, was da noch so kommt. Was da noch so kommen wird. Da wird dann halt dann auch irgendwann mal ein Let's Play gestartet. Ich habe mir schon so alles rangeholt. Naja, mal schauen. Wie gesagt, anschließendes Projekt oder nächstes Let's Play nach dieses Heavy Rain ist Beyond Two Souls. Ich hoffe, ihr seid auch da herzlich dabei von aller ersten Stunde an und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.